Bei der Pflanze hier handelt es sich um den Wiesenkerbel. Ich habe da mal zwei Stück aus der Wiese rausgeschnitten, dass man den eindeutiger erkennen kann, weil in der Wiese, da erkennt man die Blüten bzw. Blätter nur sehr schwierig. Ja, die Blüten, das sind so Doldenblüten. Und hier nebendran kann man schon sehen, da entwickeln sich die ersten Samen aus den Blüten. Und die Blätter sehen so aus, das sind so gefiederte Blätter. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist der Stängel. Der ist gekerbt und scharfkantig. Also wenn ihr da mit dem Daumen drüber fahrt oder mit den Fingern, das merkt ihr, das ist ziemlich scharf gefurcht, sage ich mal. Ja, wenn ihr den Wiesenkerbel sammelt, dann müsst ihr aufpassen und ihr solltet euch gut auskennen, weil bei den Doldenblütergewächsen, da gibt es einige giftige und sogar hochgiftige Verwechslungsgefahren, zum Beispiel den gefleckten Schierling oder den Wasserschierling oder den Heckenkelbeerkropf, die sehen auch so ähnlich aus und sind halt sehr giftig. Wenn ihr den Wiesenkerbel ausmachen könnt, da könnt ihr die ganze Pflanze essen. Ihr könnt auch die Blätter zum Beispiel trocknen und im Winter dann noch als Gewürzbeimischung nehmen oder Kräuterbutter draus machen. Heilwirkungen sind mir jetzt keine bekannt. Ich weiß nur, dass er reich an Vitamin C und Mineralstoffen sein soll. Und er kommt auch immer in großen Mengen vor. Also ich zeige euch das jetzt mal hinter mir auf dem Feld. Hier das Weiße, das ist alles Wiesenkerbel. Das kommt daher, dass er stickstoffreiche Böden liebt und die Felder werden ja gut gedüngt. Und da kann der sich natürlich ausbreiten ohne Ende. Da bilden sich meistens ganze Teppiche an Wiesenkerbel. Und der Wiesenkerbel ist die erste Pflanze, also das erste Doldengewächs, das im Jahr blüht. So, hier nochmal im Ganzen. Wie ihr seht, der wird auch ziemlich groß, also bis zum Meter oder so. Bei der Pflanze hier handelt es sich um die weiße Taubnessel. Die sieht aus wie eine Brennnessel, nur dass sie halt diese auffälligen weißen Blüten bildet. Und von der weißen Taubnessel gibt es auch noch ähnliche Arten, die auch am Feld stehen oder so. Zum Beispiel die purpurrote Taubnessel oder die Schwarznessel. Die sehen eigentlich so ähnlich aus, bis auf dass die Blütenfarbe anders ist und der Wuchs ein bisschen kleiner wie der weißen Taubnessel. Das Besondere an der weißen Taubnessel ist, dass man hier die Blüten abzupfen kann. Und wenn man hier unten am Blütenboden saugt, ein bisschen drauf rumkaut und dann kann man den Nektar raussaugen. Das schmeckt so ein bisschen süßlich. Ansonsten ist die ganze Pflanze essbar, schmeckt auch relativ gut. Die Taubnessel ist zwar, wenn man im Rasenmäher drüber fährt oder so, ein bisschen stinkig vom Geruch her, aber schmecken tut sie eigentlich richtig gut. Das hier ist die wilde Möhre. Die steht an Feld- und Wegrändern und ist eigentlich kaum zu verwechseln. Es gibt zwar eine Menge andere Doldenblütegewächse, aber das Einzigartige bei der wilden Möhre ist diese schwarze Blüte, die ein Insekt imitieren soll, um andere Insekten anzulocken. Das ist nicht immer der Fall, dass es da die schwarze Blüte gibt. Ich schaue hier mal, ja, bei denen ist es überall so. Aber es gibt auch mal eine wilde Möhre hier hinten zum Beispiel. Da fehlt diese schwarze Blüte. Die Früchte können wir hier sehen. Die Blüte, die zieht sich dann zusammen und bildet dann die Samen aus. Hier hinten noch eine Frucht. Und hier unten, gerade ein bisschen schlechter zu erkennen, das sind die Blätter. Ja, der Name wilde Möhre
Der kommt tatsächlich von der Gartenmöhre. Die Gartenmöhre wurde aus der wilden Möhre gezüchtet. Und wenn man hier die Möhre aus dem Boden herausreißt und an der Wurzel riecht, dann riecht man auch direkt, dass das stark nach Karotte riecht. Ja, die Wurzel, die kann man auch essen, genauso wie der Rest der Pflanze, wobei die Wurzel am gehaltvollsten ist. Das Problem ist jedoch, dass man die vor der Blüte, beziehungsweise im ersten Jahr, in dem die Pflanze wächst, ernten muss, da sie im zweiten Jahr mit der Blüte verholzt und somit ungenießbar wird. Und das Problem bei den zweijährigen Pflanzen ist halt, dass sie im ersten Jahr die Blätter und die Wurzel bilden und im zweiten Jahr die Blüte. Und wenn man also die Blüten am Wegrand sieht und dann die Wurzeln da essen will, wenn sie leicht zu finden sind, dann ist die Wurzel bereits verholzt.